euch bereit, Freunde, denn heute schalten wir die seltensten und teuersten Masken der ganzen Welt frei und verkaufen diese, um somit reich zu werden. Wie Superheldenmasken, wie Hulk oder Iron Man oder super geheime goldene Masken. Und wir fangen an mit dieser Geistermaske. Und wir müssen durch diese Geldportale, damit unsere Maske teurer wird und wir diese verkaufen können. Los geht es, Freunde. Wir spielen heute zusammen Mask Runner. Und in diesem Spiel, wow, schalten wir die teuersten und seltensten Masken frei. Und wir fangen erstmal an mit dieser Noob-Geistermaske. Okay, wir haben uns schon weiter equipped. Mal 2,1. Okay, hier gehen wir nicht durch. Und nochmal plus, boom, $50. Das ist jetzt unsere Maske, die wir am Start haben. Und diese können wir jetzt, oh, verkaufen. Ich kann $504 geben. Nö, zu wenig. Der nächste bitte. Tschüss. Oh. Ich kann 608 geben. Okay, Freunde, riskieren wir es. Ich würde sagen, nee, wir lehnen das Angebot auch ab und bitte sei jetzt teuer. Und nein, es war das günstigste. $424 verkauft an sie und wow, okay, okay, okay. Coole Moves, coole Moves. Die Maske steht ihnen. Und wir drehen am Maskenglücksrad, Freunde, und bekommen, okay, nochmal 1000 Münzen. Also wir können jetzt unsere Fire Range, unsere Power, unsere Fire Speed und unsere Kunst upgraden. Oh, dass sie wahrscheinlich mehr Geld bieten. Und unsere Maske graden wir auch ab. Und da würde ich sagen, ab geht es, Freunde. Ich bin gespannt. Oh, Secret, Secret, was die nächste Maske sein wird. Mal 3. Oh mein Gott, plus $460. Wow, wie? Junge, wie hässlich ist diese Maske? Das ist eine Holzmaske. Plus $50 würde ich sagen. Plus $100 würde ich sagen. Buh. Und jetzt hat unsere Maske einen Wert von 1200. Was? 975? Tschüss. Bye, bye. So ein geringes Angebot. Nehme ich dich an, Freund. 1460? Nein, bitte. Ich hoffe, der letzte, Freund. Wir müssen sein Angebot angeben. Und 2000! Wir haben ihn gescammt. Ich meine natürlich, ich habe ihm ein gutes Angebot gemacht. Wie er da mit seiner Maske stand. Und okay, zack, wir haben wieder hier alles abgegradet, würde ich sagen. Boom. Unsere Maske können wir auch upgraden. Doppeltes Fire. Und wir schalten uns hier die nächste. Oh, Fragezeichen. Plus $500. Okay, unsere Maske hat jetzt einen Wert von 2000. Oh, jetzt haben wir eine Hackermaske. Wir haben einfach eine Hackermaske am Start. Krass sieht die denn bitte aus? Oh, Junge, Hulk! Was? Wir haben Hulk. Junge, 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 die grüne Gurke und... Oh, wow, das ist die goldene Hulk-Maske. 7000, bis jetzt unsere teuerste Maske. 4750? Junge, dafür kriegst du vielleicht einen Chicken Nuggets, aber keine goldene Hulk-Maske. Oh mein Gott, 9330. Freunde, ich würde sagen, wir lehnen es ab. Wir lehnen es ab. Wenn die letzte jetzt 1 Euro sagt, dann haben wir ein Problem. Okay, ist in Ordnung, würde ich sagen. Ist nicht unser Bestes, aber... Die Maske steht ihnen nicht. Die sieht scheußlich aus. Hey, wir können unsere Kunden upgraden. Das bedeutet, ich bin gespannt, ob sich das Ganze lohnen wird. Und was für ein Angebot wir als nächstes bekommen. Und oh, wir können sogar hier die Portale upgraden. Zack, das bedeutet, oh ja, jetzt sammeln wir Cash ein. Los, kleine Gasmaske. Sammeln auf jeden Fall ein bisschen Geld ein. Oh, Power oder Geld? Okay, wir nehmen die Power. Wir entscheiden uns für die Power. Was ist das hier? Yo, okay, okay, so eine Glasflasche. Ich würde sagen, wir holen uns das Geld. Komm schon. Und naja, okay, $3500. Oh. Alter, ist die Maske von außen des Geldes und... Nein, 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 Kollege. Tut mir leid. Mama mia, wieso? Oh, nein, 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 nein. Und Alter, wenn der Letzte jetzt sagt, 1 Euro, dann müssen wir ihm die verkaufen. Und okay, er hat einen teuren Preis. Bitteschön. Wow, die steht hier wunderbar. Er sieht aus wie Noob damit. Oh, wir haben gleich ein Bonus-Level, sehe ich gerade. Was ist das hier? Goldenes Fire? Oh mein Gott, das bedeutet, wir erhöhen das Ganze noch mehr, die ganzen Portale. Oh ja, komm schon. Jetzt will ich dicke Portale haben. Wir erhöhen das Ganze. Oh, mal 1, Hulk. Hier ist wieder Hulk. Yo, die grüne Gurke ist am Start. Yo, let's go. Und plus $700. Oh mein Gott, es ist Duff. Wait, es ist der goldene Duff Wader. Yo, es ist ein Fuchs. Junge, es ist ein Fuchs. Es ist Iron Man. $68.000. Oh mein Gott. Jetzt will ich... Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Auf gar keinen Fall. 30.000. Niemals. Oh, 82.000. Sollen wir ihr Angebot annehmen? Oder? Schau euch den Typen an. Junge, wir haben kein Halloween, aber ich lehne sie ab. Ich hoffe, der letzte Typ. Er sieht seriös aus. 90.000 €. Oh mein Gott, hier, bitteschön. Wow, und macht den Chicken Dance? Er macht nicht den Chicken Dance. Wow, was eine Enttäuschung. Okay, ich würde sagen, wir können uns jetzt... Junge, du kannst aufhören zu tanzen. Können Sie bitte meinen Laden verlassen? Sie haben... Junge, können Sie bitte meinen Laden verlassen? Oh, und wir können uns hier sogar... Ah, unseren eigenen Maskenladen oder irgendwie sowas kaufen. Zack. Oh, wir können hier tatsächlich Masken produzieren. Okay, interessant. Oh, okay, und jetzt werden die hier wie so Burger zermatscht oder sowas. Okay, wir snacken jetzt hier die Masken und können die dann das Ganze dann hier quasi... Oh, verkaufen. Okay, ich checke schon. Hier, kaufen Sie jetzt meine nagelneue Maske und... Yeah! Okay, cool, cool. Und hier können wir uns das Ganze, zack, Geld abholen. Dann stellen wir einen Arbeiter ein, der produziert die Masken voll selber und... Wow, er hat so viel Spaß an seinem Job. Hallo, kannst du noch was machen? Drück den Knopf! Drück den Knopf, Kollege! Ich habe dich nicht umsonst eingestellt, Kollege. Ah, wir müssen erstmal hier das Ganze snacken. Okay.
Sorry, dass ich sie angeschrieben habe. Das ist auch mein erster Arbeitstag. Aber, aha, ich gebe mein Bestes. Zack. Okay, er kümmert sich dann quasi um die Maskenproduktion. Wir müssen einfach nur das Ganze hier abholen und quasi dann hier so reinlegen. Und das Ganze wird dann gepresst. Okay. So, zack. Da haben wir die nächsten Masken am Start. $5. Okay, das ist doch ein faires Angebot. Kommt schon. Schlag zu. Schlag zu. Yeah. Wunderbar. Sehr gut. Ja, gib mir alle euer Geld. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Let's go. Dass wir jetzt hier noch mehr produzieren können. Okay, wir haben noch mehr Masken am Start. Sehr, sehr gut. Ich will unbedingt das nächste haben. Ich will unbedingt die nächste Produktion haben. Ich glaube, wir können es schaffen. Viel fehlt uns nicht mehr. Okay, $100. Kommt schon. Kaufen Sie die Maske. Kaufen Sie jetzt die Maske. Vielen Dank. Sie sehen damit wunderbar aus mit der Maske. Und okay, wir haben genug Geld, um uns jetzt hier die nächste Produktion zu kaufen. Und wahrscheinlich auch die nächste Maske, die wir dann herstellen können. Okay, let's go. Für den Arbeiter reicht es noch nicht, aber auch hier können wir, okay, zack, aber wir müssen erstmal natürlich Material abholen, check. Die Material aufs Fließband stellen, check. Auf den Knopf stellen und boom. Und wir haben, ist das ein Toastbrot? Was ist für eine Maske? Wieso sieht das aus wie ein Toastbrot? Oh, und was? Nein, nein, ich bin, oh, und warte mal, was haben wir uns jetzt hier freigeschaltet? Ah, es muss weitergehen oder wie anscheinend hier in der Produktion. Okay, es wird erstmal hier so, zack, gemacht und dann, durch das grüne Gas und es wird giftig. Und oh, okay, wir haben jetzt Iron Man Masken für $10. Okay, es läuft, es läuft. Aber ich würde sagen, Freunde, boom, wir graden hier auf jeden Fall nochmal alles ab. Alter, wir können uns echt sehr, sehr viele Upgrades freischalten. Zack, let's go. Oh, und es ist ein Bonus-Level. Wir ziehen ihr, okay, so freche Regenbogenbrille an. Dann ziehen wir ihr hier diese Schleife an. Und okay, 45.000 Schnurrbart. Monsieur, Monsieur, Madame. Und dann können wir uns hier noch so ein Schmetterling oder sowas geben. Was auch immer das ist. Und goldene. Komm schon. $750.000. Bekommen wir jetzt wirklich das Geld? Bekommen wir wirklich $750? Neuer 27.000. Supergirl. Nö, zu billig. Mamma mia. 1,12 Millionen. Oh mein Gott. Eigentlich müssen wir sie annehmen, Freunde, oder? Nein, ich lehne sie trotzdem ab. Die letzte hat noch ein richtig teures Angebot. Und nein. Entschuldigen Sie, die Dame gerade eben. Kommen Sie doch mal. Sie kriegen doch die Maske. Okay, aber immerhin. Chicken Dance. Für den Chicken Dance hat sich das Ganze auf jeden Fall gelohnt. Und wir können uns jetzt hier, einen neuen Verkäufer freischalten. Schönen guten Tag, willkommen im Team. Und jetzt haben wir auf jeden Fall wieder alles an Geld gesammelt. Vielen, vielen Dank für das ganze Geld. Und damit können wir jetzt auch hier die nächsten Arbeiter einstellen. Hier, let's go. Einmal, der hier die Masken zu Gift verwandelt. Und dann können wir hier ihn einstellen, der den Knopf drückt. Er muss nur an den Knopf drücken. Das macht er auf jeden Fall sehr gut. Ich habe mir extra den besten Knopfdrücker ganz Deutschlands geschnappt. Ja, 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 er macht seinen Job am besten. Er macht das schon sehr gut. So, wir schnappen uns die Masken. Einmal die 5-Euro-Masken. Dann hier die Iron-Man-Maske. Zack, für 10 Euro. Schnappen uns das ganze Geld. Let's go. Und damit können wir jetzt hier, oh, die nächsten Masken produzieren. Okay, da bin ich gespannt. Alter, okay, das ist teuer. Das ist ganz schön teuer, muss ich sagen. Ich bin gespannt, Freunde. Was sind die nächsten Masken? So, wir schnappen uns die ganzen Materialien, die wir benötigen. Packen das Ganze hier drauf und let's go. Okay, warte, ich glaube, wir müssen erstmal, sorry, falscher Alarm. Wir müssen erstmal selber auf den Rotknopf drücken. Wir haben noch keine Arbeiter am Start hier, die das Ganze, die sich darum kümmern. Können wir das Ganze schon snacken? Okay. Wir können das Ganze schon nehmen und $15. Okay, das sind solche weißen Geistmasken oder sowas. Und hier können wir, ah, zack, let's go. Okay, die Produktion anscheinend hier von den einzelnen Masken hier verschnellern. Ja, 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 alles verschnellern. Ja, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Oh, guck mal, wir können sogar schneller laufen. Und zack, dass wir mehr schleppen können. Sehr, sehr nice. Oh, die nächste Iron Man Rüstung ist da. Zack, ganz, ganz viele Iron Man Helme. Ja, Leute, streitet euch nicht drum. Jeder bekommt ein Iron Man Helm. Das ist sehr, sehr gut auf jeden Fall hier. Die Masken dürfen natürlich auch nicht fehlen. Let's go. Okay, um die $15 Masken kümmern wir uns gleich, nachdem wir hier uns ein paar Arbeiter auf jeden Fall eingestellt haben. Und wir starten mittlerweile mit der Hacker-Maske. Okay, da würde ich sagen, ab geht's. Okay, plus 5 Reichweite oder Power? Power! Wir nehmen hier die Power, Alter, und erhöhen das Ganze. Wird das die teuerste Maske? Wird das die teuerste Maske? Okay, bitte irgendwas Gutes im Fragezeichen. Und, okay, wir haben wieder diese Haus des Geldes-Maske am Start. Mal 1,8 und wir sind Darth Vader. Let's go, okay. Plus 326, es geht auf jeden Fall ab. Oh ja, 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 gib mir mehr. Wir müssen den Preis erhöhen. Und okay, $15.000 für eine Maske. Alter, eigentlich ist es schon ganz schön teuer, wenn man das Ganze so überlegt. Für eine Maske $15.000. Oh, Supergirl gibt mir 19.000. Alter, aber die sind sogar mit Diamanten, Freunde. Da will ich mindestens 20.000. Naja, naja, mach ich einen Chicken Dance. Komm schon. Und, yeah, okay, okay, ja.
Wieso auch alle die Chicken Dance, Freunde? Okay, das Geld ist wieder da und das Geld wird natürlich hier direkt investiert in unsere Fabrik. Boom! Okay, wir stellen erstmal hier, hier einen Arbeiter ein. Also, boah, wir brauchen was? Wir brauchen noch eine Maschine. Leute, kauft mal bitte mehr Masken. Oh, Junge, wieso sehen die alle gleich aus? Die ganze Familie, 4 Zwillinge kommen. Jeder will wie Iron Man aussehen. Alle wollen eine Iron Man Maske haben. Jeder bekommt sie. Jeder bekommt sie. Macht euch keine Sorgen. Ich kümmere mich drum. Alles wird hier fleißig produziert. So, erstmal hier die Level 1 Masken für 5 Dollar. Dann natürlich die hier für 10 Dollar werden produziert. Und zu guter Letzt noch die letzten für 15 Dollar. Okay, wir stellen wieder hier den Knöpfedrücker ein. Der drückt einen Knopf den ganzen Tag. Das macht er sehr gut. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so gut Knöpfe drückt. Zack, dann holen wir die ganzen Masken ab. Iron Man Masken sind produziert. Okay, aber ich muss sagen, es läuft. Es läuft eigentlich ganz gut. Und um die 25 Dollar Masken müssen wir uns erstmal natürlich hier noch selber kümmern. Hierfür haben wir noch keine Arbeiter. Dann würde ich sagen, los. Schön, ja, die werden alle hier schön durchgepresst hier. Zack. Oh, okay, die sehen fresh aus. Die sehen auch fresh aus. Was ist das hier? Sind das solche Clownsmasken oder sowas? Aber 25 Dollar. Die gibt es auf jeden Fall einiges an Geld. Oh, Junge, 250 Dollar, was? Holy, okay, damit können wir uns hier, zack, den nächsten Arbeiter einstellen. Der jetzt auf jeden Fall auch hier fleißig einen Knopf drückt. Ja, das macht er sehr gut. Das macht er auf jeden Fall sehr gut. Zack, wir holen sie nächsten Masken ab. Und dann können wir hier, oh, wir brauchen sogar noch eine letzte Maschine, glaube ich, oder irgendwie sowas. Okay, sehr gut. Hier haben wir wieder neue Masken. Warte mal, was? Wieso kosten die Noob-Masken 35 Dollar auf einmal? Warte mal. Ah, wegen den Upgrades, die wir uns, glaube ich, freigeschaltet haben. Was? Als ob sich das so krass lohnt. Okay, das ist krass. Das ist sehr krass. Okay, für die Iron Man Maske, das Ganze ist schön, ganz schön teuer. Aber das bedeutet, am meisten Sinn macht es, wenn wir jetzt erstmal hier nur diese Masken hier erstellen. Genau. So bekommen wir auf jeden Fall, zack, let's go, das meiste Geld. Und mit dem Geld kaufen wir uns jetzt hier die nächste Maschine. Okay, was ist der nächste Schritt jetzt hier? Wir drücken erstmal den Knopf und... okay, das sieht krass aus. Ich habe keine Ahnung, was passiert, aber... ah, das ist diese Maske hier. Okay, Schritt für Schritt, zack, malen wir das Ganze auf jeden Fall auch an. Sehr gut. Und können wir hier keinen Arbeiter kaufen, der hier einen Knopf drückt? Das ist mir zu anstrengend. Das ist mir hier zu anstrengend. Okay, das ist krass. Wir fangen mittlerweile mit 4000 Dollar einfach schon an. Das ist sehr krass. Okay, was macht diese Flasche? Wenn wir das Ganze füllen, boom. Okay, wir bekommen Cash. Cash in unsere Tasche. Und Hulk ist auf jeden Fall auch am Start. Okay, Fire Speed. Wir erhöhen die Fire Speed. Eieiei. Das geht ab, Freunde. Ich will aber mal eine richtig teure Maske. Freunde, schaffen wir es in diesem Video. Eine Maske für 100 Millionen. Für eine Million, meine ich. Sorry, ich glaube, 100 Millionen wird ein bisschen zu krass. Nein, wir gucken keine Werbung. Oh, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Aber Darth Vader ist auf der Seite des Bösen ankommen. Sollen wir ihn direkt verkaufen? Sollen wir einen guten Tag haben? Nö. 20.000 ist mir zu wenig. Da muss schon ein bisschen... mehr als 20.000, nö, ist mir auch noch zu wenig. Mama mia, tut mir leid. Und 18.000, perfekt. Super, Freunde, ich sollte im Geschäftsmann werden, auf jeden Fall. Und wir bekommen nicht mal den Chicken Dance, wow. Wie sieht es inzwischen denn hier bei unserer Fabrik aus? Okay, wir haben wieder ein bisschen Geld, aber wir brauchen mehr Masken. Wir brauchen jetzt hier die ganzen Masken. Okay, ich würde sagen, es geht ab an die Produktion. Okay, Iron Man Masken geben uns bis jetzt am wenigsten Geld. Und, okay, die zwei Masken geben uns am meisten. Aber ich glaube, hier war noch irgendwas. Hier war noch, boah, 456 Dollar kostet die nächste Maskenproduktion. Okay, wir bekommen das hin. Wir bekommen das hin. Einfach nur produzieren. Einfach nur fleißig sein. Wie eine Biene. Oh, was ist das für ein dicker Batzen Geld? Okay, wir haben gleich 56. Gleich haben wir genug am Start. So, hier, genau, ab an die Arbeit. Wir können auch die Masken verkaufen. Dann sollten wir hoffentlich, oh ja, einige von denen verkaufen. Die können wir auch am allerschnellsten produzieren. Die brauchen immer nur einen Schritt. Zack, sind direkt ready. Geben uns viel Geld. Die lohnt sich auf jeden Fall sehr gut. Ja, auf die Iron Man Masken könnt ihr noch lange warten. Die geben mir erstmal nicht so viel Geld, aber ihr bekommt jetzt erstmal alle diese eine Maske hier. Okay, mal schauen, wird es ausreichen? Wow, okay, wir haben 800 Dollar. Das bedeutet, es wird Zeit für die nächste Maskenproduktion. Okay, let's go. Ich bin gespannt. Zack, wir schalten uns die nächste Maske frei. Oh mein Gott, was sind das für Preise? Oh ja, die Produktion läuft wie am Schnürchen. Oh mein Gott, okay, ich glaube, jetzt sollten wir das Geld abholen. Mal schauen, wie viel wird das Ganze sein und... wow, okay, wir haben über 1000 Dollar am Start. Okay, mal schauen. Damit können wir uns bestimmt jetzt hier einiges in der Fabrik freischalten. Okay, erstmal können wir uns den Arbeiter freischalten. 57 Dollar, nur dass du den Knopf drückst. Okay, der wird echt gut bezahlt, muss ich sagen. Und dann können wir uns hier direkt, oh yeah, okay, die nächste Station freischalten. Wir brauchen noch einen. Das bedeutet, wir müssen noch mehr produzieren. Oh, das ist die nächste Maske anscheinend hier. 100 Dollar kostet das Ganze. Okay, ganz schön teuer, muss ich sagen. Aber okay, erstmal verkaufen wir die hier. Die können wir am schnellsten produzieren. Wir geben uns auf jeden Fall das meiste Geld. Das läuft doch schon mal sehr gut, okay? Wie viel Geld ist das jetzt hier? Okay, guck mal, wir haben jetzt schon wieder 350 Dollar. Perfekt. Hä?
Okay, ab geht es. Wir produzieren noch mehr. Und schneller, schneller. Und okay, ich darf auf dem Stoff stehen bleiben. Oh, Junge. Geht das Ganze jetzt ruckzuck hier. Flotti Karotti. Zack, let's go. Okay, alle Masken werden produziert. Alle geben uns $35. Boom, bei der Bam. Okay, okay. Wir verkaufen einfach nur die Masken. Ich meine, die geben uns am meisten Geld. Das lohnt sich am meisten. Und so können wir uns am schnellsten hier die nächste Maske freischalten. Okay, nächste Produktion. Okay, das Goldene. Das kennen wir auf jeden Fall auch hier schon. Okay, genau. Sie kommen jetzt hier in das Gift rein. Zack, okay. Den Step kennen wir schon. Und dann wird das Ganze hier mit Edelsteinen oder sowas, glaube ich, versehen. Zack, 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 let's go. Und okay, die Masken sollten ready sein. $260? Was? Oh mein Gott. Okay, okay, Freunde, ich würde sagen, wir haben neue Masken gefunden. So, zack, wir holen alles ab. Alles in die Masken, alles in die Masken. Wir müssen zwar alles selber machen, wir haben noch keine Arbeiter. Aber die können wir auf jeden Fall eben nur freischalten, wenn das Ganze weitergeht. Ah, okay, hier haben wir schon Arbeiter. Das bedeutet, wir müssen nur den Step hier, also den Schritt hier auf jeden Fall noch hier befolgen. Und das Ganze wird hier so schön vergiftet oder verzaubert wird das Ganze. Ich glaube nicht, dass die Masken vergiftet werden und wir diese dann an unsere Kunden verkaufen. Was ist das hier? Oh, wir können zoomen. Oh mein Gott, okay, das war mir ein bisschen zu nah. Das war mir ein bisschen zu nah hier. Okay, genug Masken. Sollten jetzt hier verzaubert sein. Und wir kommen zum letzten Schritt. Das Ganze noch mit Edelstein versehen. Und dann bekommen wir so viel Geld. Einfach pro Maske. Schaut euch das Ganze mal an. Wir können das Ganze verkaufen. $260 bekommen wir für diese eine Maske. Und Alter, schaut euch das Ganze mal an. Und perfekt. Alle Masken. Oh ja, wurden, ey, erfolgreich produziert. Die letzte hängt noch ein bisschen. So, zack. Und dann würde ich sagen, okay, in der Zeit, wo das Ganze verkauft wird, steppen wir ab ins nächste Level. Und schauen uns mal oben, was für Masken wir noch freischauen. Okay, zack, plus $1500 und oh Junge, okay, da haben wir ein bisschen Minus gemacht, kein Problem für Hulk, kein Problem für Hulk, mal 1,7. Okay, wir sind bei Darth Vader. Ich weiß nicht, was das Beste war, was wir bis jetzt freigeschaltet haben. Was ist das jetzt hier? Wow, wir haben die Rainbow Darth Vader Maske. Was ist das? Was ist das? Ey, yo. Wir haben so ein Häschen einfach am Start. Und nochmal, zack, hier durch. Alter, okay, 21.000. Ist gar nicht mal so viel Geld, aber es sieht krass aus. 20.900, das ist ja weniger. Nein, auf gar keinen Fall. Wie viel bieten sie? 19.000? Nein, das ist nur Rainbow Special Anfertigung. Und aha, 22.000, Supergirl und yeah, lässig. Okay, wir haben alle teure Masken gekauft und wie viel Geld bekommen wir? 2500. Okay, damit sollten wir uns jetzt hier die nächsten Arbeiter freischalten. Das bedeutet, unsere Fabrik sollte von alleine funktionieren. Okay, den Kollegen hier, er drückt einen Knopf und dann können wir ihn hier kaufen. Zack, das bedeutet, beide bedienen jetzt einen Knopf. Das bedeutet, wir müssen einfach nur die Materialien besorgen für die Masken und dann wird das Ganze automatisch produziert. Voila. Okay, wir können uns noch hier ein paar Upgrades freischalten. Scream Mask oder so. Okay, dass das Ganze vielleicht ein bisschen schneller produziert wird, können wir kaufen. Okay, die Iron Man Masken können wir hier nochmal upgraden. Ich meine, wir haben eh genug Geld eigentlich. Okay, alles läuft. Es läuft hier. Wir müssen das Ganze einfach nur hinpacken, zum Verkauf anbieten und dann sollten wir fertig sein. Okay, Freunde, gibt es hier noch was zu kaufen? Können wir hier noch irgendwas als nächstes kaufen? Aha, was haben wir denn als nächstes hier? $300. Ist es die nächste Fabrik und... Oh, okay, hier können wir nur noch weiter produzieren, dass wir nicht mal so lange drum herum rennen müssen. Wisst ihr was, Freunde? Komm, wir produzieren auch mal hier die anderen Masken. Alle wollen hier die Iron Man Masken haben, aber die sind echt noch nicht so teuer, muss ich sagen. Die müsst ihr auf jeden Fall auch noch upgraden. So, zack, hier die Masken werden auch produziert. Oh yeah, das ist jetzt hier unsere Max-Level-Maskenfabrik. Ihr seht es, wir haben jetzt jede einzelne Maske am Start. Boom, ihr werdet hier verkauft. Okay, das ist natürlich unser Klassiker für $260. Wir können uns hier sogar noch den nächsten Kunden gleich einstellen oder den nächsten Verkäufer. Wenn wir genug Geld haben, genau, perfekt, können wir uns auch hier was freischalten. Let's go. Ab heute auch die Iron Man Masken hier zum Verkauf im Handel. Zack, so ist die, können wir auch nochmal holen. Aber dass die Iron Man Masken sich ein bisschen mehr lohnen, können wir nochmal alles hier upgraden. Let's go. $780, boom. Und jetzt verdienen wir schon, oh, ein bisschen mehr. Ey, ich sehe nicht mal, wie viel wir verdienen. Man sieht es nicht. Ah, $81, okay, perfekt. Das bedeutet, Freunde, wir haben jetzt alles freigeschaltet hier in unserer Maskenfabrik. Wir können es halt noch ein paar Upgrades freischalten nur noch. Dass wir noch mehr Geld verdienen. Boom. Oh mein Gott. Ja, noch mehr Geld. Plus $600. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wir bekommen $340. $340 bekommen wir für die Masken. Das ist sehr, sehr krass. Aber Freunde, mit der Hulk-Maske geht es jetzt auf jeden Fall weiter. Ich bin gespannt. Okay, ich weiß gar nicht, was die beste Maske bis jetzt war, die wir uns freigeschaltet haben. Okay, nach Darth Vader haben wir uns auf jeden Fall auch noch eine weitere Entwicklungsstufe freigeschaltet. Aber da geht noch mehr, Freunde. Komm schon, Darth Vader. Ich will mehr. Ich will mehr. Und zwar will ich... Boom! Let's go, die nächste Maske haben. Okay, ihn, Kollegen hier. Und oh nein, yikes. Wir haben wieder ein bisschen Minus gemacht. Aber okay,
44.000 nehme ich mit. Mit Diamanten versehen. 45.000 ist mir zu billig. Ich meine, ich habe Diamanten. Und 64.000. Okay, das müssen wir eigentlich annehmen. Dem Skeletttypen hier. Der ist cool. Okay, wir können unser Maskenlevel, boom, nochmal um 2 erhöhen. Das bedeutet, wir fangen noch stärker an und können noch bessere Masken entwickeln. Okay, jetzt würde ich sagen, Freunde, das ist jetzt die Pro-Runde. Wir haben schon unsere Fabrik auf das maximale Level geupgradet. Oh, nochmal höhere Feuerrate. Das bedeutet, wir können schneller hier mit den Geldscheinen schießen. Zack, 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 zack. Okay, wir müssen auch erstmal treffen. Muss ich sagen. Schnell schieß. Oh mein Gott, da haben wir ein bisschen Minus gemacht. Kein Problem. Und, oh mein Gott, da haben wir die. Wow, letzte Rainbow-Maske. Freunde, das war die beste Maskenentwicklung. Wir haben uns jetzt, Alter, die teuersten und seltensten Masken tatsächlich herstellen können und sind somit reich geworden. Komm schon, gib mir einen guten Preis und let's go. Yeah. Das war die beste Maskenentwicklung. Like das Video nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.